Namaste. Wir sind Carmen und Philipp. Und zusammen sind wir Bikepacking. Warum wir so heißen und was damit alles zusammenhängt, erzählen wir euch jetzt. Fragt euch bestimmt, warum wir so aussehen. Seit circa 10 Jahren treibt uns eine Kraft an, die für uns und für euch wahrscheinlich auch sehr fremd ist, der Buddhismus. Und dabei denkt ihr wahrscheinlich nur an den kleinen, dicken Glatzkopf. Aber dazu gehört noch viel mehr. Buddhismus ist nämlich nicht, wie viele denken, eine Weltreligion, sondern eher eine Lebenseinstellung, die uns auf jeden Fall sehr weiterhilft. 2015 und 2017 haben wir uns dann mit den Rucksäcken aufgemacht und sind ins Land der aufgehenden Sonne gereist. 2015 noch als klassische Touristen und 2017 dann schon aktiver zu Besuch bei Mönchen. Ein Mönch hat uns dabei besonders fasziniert. Ein Schweizer, dem die gleiche Kraft antrieb wie uns. Durch Kurt Kübli lernten wir das Pilgern kennen und entschlossen uns, den 1200 langen Kilometer buddhistischen Pilgerweg in Japan zu laufen. Doch dann kam der Virus. Die antreibende Kraft blieb allerdings und wurde immer stärker. Kurzerhand bestellten wir uns in Japan unsere Pilgerutensilien und machten uns in Deutschland auf den Weg. Genau. Zuerst Richtung Hamburg, danach einmal quer durchs Land und dann einmal komplett die Mosel runter. Diese Pilgerreisen haben uns dazu bestärkt, so minimalistisch wie möglich mit dem Fahrrad Richtung Japan zu fahren. Genau, und unterwegs wollen wir herausfinden, was Menschen mit anderen Glaubensrichtungen antreibt. Aber wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern? Beim Pilgern beschäftigt man sich mit seinen Grenzen, mit seinem Bewusstsein und lässt sich treiben. Wanderer mit diesen Intentionen sind im Prinzip auch Pilgerer, egal an was man glaubt. Nun lasst uns erfahren, was der Weg mit uns allen macht. Und weiter geht's mit unserer Probefahrt. Genau. Für weitere Informationen checkt die Videobeschreibung oder geht am besten direkt auf unsere Website bikepilgrim.de. Sayonara und bis demnächst. Gleiche Kraftantrieb wie uns. Nochmal. Du hast sie versprochen, aber mega gut. Was? Das behalten wir. Du hast 1000 Kilometer 200 lang gesagt. Scheiße. Egal, das kann ich jetzt nicht.